Hallo und willkommen zurück bei Einfach Backen. Ich zeige dir heute ein Rezept für schnellen Biskuitboden. Einen besonders fluffigen Biskuitboden zu backen ist nachher gar nicht so einfach. Deswegen habe ich ein Rezept für dich, mit dem der Biskuitboden auf jeden Fall gelingt und du wunderschöne Torten und Kuchen zaubern kannst. Ich nehme 3 Eier, 120 Gramm Zucker, 90 Gramm Mehl, eine Prise Salz und 2 Teelöffel Backpulver. Als erstes schlage ich jetzt die Eier mit dem Zucker auf und das Ganze sollte man wirklich 5 Minuten lang machen, damit die Masse so richtig schön dickflüssig wird. So, als nächstes vermische ich jetzt die trockenen Zutaten noch miteinander und dann sieben wir das Ganze auf unsere Masse. Ganz vorsichtig. Das Ganze hebe ich jetzt noch vorsichtig unter. Man sollte es wirklich vorsichtig machen, damit jetzt diese schöne Luft, die wir quasi eingeschlagen haben, nicht entweicht. Der Teig kommt dann jetzt gleich in unsere gefettete Springform und wandert so 15 bis 20 Minuten bei 180 Grad in den Ofen. Und danach stürzen wir ihn auch direkt aus der Springform und lassen ihn dann auf dem Kuchenrost erkalten. So schnell ist unser Biskuitboden auch schon fertig und er kann jetzt nach Lust und Laune belegt werden. Du kannst daraus zum Beispiel eine schöne Pfirsichtorte machen oder mit irgendwelchem anderen Obst schön garnieren. Lass mir gerne ein Like da, abonniere unseren Channel und dann sehen wir uns ganz bald wieder.